Ihr wollt coole Übungsaufgaben zu diesem Video? Gibt's alles auf thesimpleclub.de. Sogar mit Lösungswegen. Probiert's direkt mal aus. Moin Leute, heute wird die Republik ausgerufen und das sogar zweimal. Die Ausrufung der Republik und verschiedene sozialistische Gruppen. Wir haben Deutschland am 9.11.1918. Heute schauen wir uns an, von wem und warum die Republik ausgerufen wurde und warum das sogar zweimal passiert ist. Dann gibt's noch einen kurzen Blick auf die verschiedenen politischen Gruppen innerhalb der Sozialisten. Wir haben den Stand vom letzten Video. Das Kanzleramt wurde einfach so illegalerweise an Friedrich Ebert von der SPD übergeben. Jetzt muss der versuchen, die Situation gescheit unter Kontrolle zu bringen und zufriedenstellend zu lösen. Als erstes will Friedrich Ebert wieder Ruhe und Ordnung in Deutschland herstellen. Der Krieg läuft noch, es haben sich Arbeiter- und Soldatenräte gebildet, aber die alte Verwaltung funktioniert noch so halbwegs. Friedrich Ebert will nicht, dass die Revolution in einen Bürgerkrieg ausartet. Als zweites will er dann eine Nationalversammlung einberufen. Die soll eine demokratisch legitimierte Verfassung erarbeiten. Sprich, man soll sich ein neues System überlegen, das gescheit ist und demokratisch legitimiert ist. Philipp Scheidemann von der SPD ist ein richtiger Bad Boy und will sofort Tatsachen schaffen. Der stellt sich noch am 9.11. um 14 Uhr einfach auf den Balkon vom Reichstag und ruft komplett eigenmächtig die Republik aus. Republik heißt ganz grob, dass die Regierung auf dem allgemeinen Volkswillen beruhen soll. Das heißt, eine parlamentarische Monarchie ist ab jetzt nicht mehr möglich. Die Republik ist ausgerufen und es ist jetzt nicht mehr legit, jetzt noch einen Monarchen mit ins Boot zu holen. Philipp Scheidemann gehört zur SPD/MSPD. Der will eine Republik mit parlamentarischer Vertretung des gesamten Volkes. Scheidemann will absichtlich den linkeren und radikaleren Gruppen zuvorkommen und das schafft er auch. Zwei Stunden später ruft nämlich Karl Liebknecht die Sozialistische Republik aus. Der ist Chef der Spartakusgruppe. Das war eine politische Gruppe, die aus dem ganz linken Rand der SPD hervorging. Karl Liebknecht hat mehr vor, der will eine proletarische Regierung durch die Arbeiter und Soldaten. Langfristig will er dann den Kapitalismus zerschlagen und die ganze Sache zu einer weltweiten Revolution ausweiten. Das ist wesentlich linker und radikaler. An dieser Sache könnt ihr schon sehen, es gibt nicht nur einfach die SPD, die sich überall einig ist. Schauen wir uns mal kurz an, welche Gruppen es so innerhalb der Sozialisten gibt. Vorneweg, es gibt keine eindeutige Definition für Sozialismus/Sozialisten. Im Allgemeinen geht es Sozialisten aber um die Grundwerte Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität und sie zielen auf eine sozial gerechte Ordnung ab. Zum einen gibt es die Arbeiter- und Soldatenräte, die sich durch die Aufstände im ganzen Land gebildet haben. Die sind weder besonders links noch sonst irgendwie radikal. Die spiegeln einfach das ganze sozialistische Spektrum wider. Der eine, der da drin hockt, ist mal ganz links, der andere ist mal sehr gemäßigt. Die SPD ist seit 1917 gespalten. Zum einen gibt's die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USPD. Die ist weiter links als die herkömmliche SPD. Zum anderen gibt's die Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands, MSPD. Das war einfach die SPD, aber nachdem sich die USPD abgespalten hat, haben die sich MSPD genannt. Also wie gesagt, MSPD war zwischenzeitlich einfach eine andere Bezeichnung für die SPD. Dann gibt es noch zwei politische Gruppen. Zum einen die Spartakusgruppe. Die schließen sich bei der Spaltung der USPD an und sind ziemlich links. Von den Dudes war Karl Liebknecht der Chef, der vorhin zwei Stunden zu spät die Sozialistische Republik ausgerufen hat. Zum anderen gibt es noch die Revolutionären Obleute. Das ist eine Geheimorganisation, die sich während des Krieges gebildet hat. Die bestehen aus Mitgliedern der USPD und aus linksgesinnten Leuten der Gewerkschaften. Im Allgemeinen gehören Revolutionäre Obleute, Spartakusgruppe und der linke Flügel der USPD ziemlich zusammen. Die kuscheln schön nice miteinander und haben ähnliche Ziele, nämlich eine sozialistische Räterepublik. Das bedeutet, die Herrschaft wird von der Bevölkerung über direkt gewählte Räte ausgeübt. Außerdem haben einige von denen Bock drauf, die Revolution in Deutschland auf die ganze Welt auszuweiten. Auf der anderen Seite ist der rechte Flügel der USPD und die MSPD bereit zu kooperieren. Die wollen beide eher eine parlamentarische Republik. So grob heißt das, die politische Macht soll von einem gewählten Parlament ausgehen. Regierung ist okay, aber kein Monarch. Ja, im Grunde wollen die so ein ähnliches Regierungssystem, wie wir heute haben. Außerdem haben MSPD und Teile der USPD Bock auf Ruhe und Ordnung, also auf keinen Fall Bürgerkrieg und auch keine heftige Weltrevolution. So, jawohl, damit haben wir einen Überblick über die wichtigsten Gruppen.
Was müsst ihr aus dem Video mitnehmen? Wir haben den 9.11.1918. 14 Uhr, Philipp Scheidemann, MSPD, ruft die Republik aus. 16 Uhr, Karl Liebknecht ruft die Sozialistische Republik aus. Wichtigste sozialistische Gruppen sind Revolutionäre Obleute, Spartakusgruppe, USPD, MSPD. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann kommt jetzt einfach auf thesimpleclub.de. Bis gleich!